Ich denke, das Bild sollte mittlerweile jeder von euch haben. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und vielen Dank für 10 fantastische Jahre. Das kann ich natürlich noch nicht sagen auf meinem Kanal. Der ist noch nicht so alt, aber ich habe ja schon eine Folge abgedreht gehabt. 10 Jahre Supercell. Also Supercell bedankt sich für das oder bedankt sich bei uns mit einem ganz, ganz fantastischen Event übrigens. Ich wollte aber gar nicht auf dieses Dorf hier springen. Nur wenn ich hier jetzt auf losgehe, dann springe ich direkt in die Ereignisse rein. Und ihr seht das links oben. Ich bin im Moment auf einem Rathaus 11 auf dem Donnerbengel-Account. Auf dem war ich im Moment eher weniger, weil ich habe 2 Helden im Ausbau. Und deswegen Clankrieg ist hier erstmal gar nicht. Deswegen switche ich eben mal den Account. Das geht übrigens sehr, sehr einfach hier. Falls ihr es noch nicht gewusst habt, ihr müsst nicht immer oben auf Verbinden und wieder getrennt klicken, sondern ihr könnt einfach auf diesen Doppelpfeil hier klicken und dann wechselt ihr direkt könnt ihr direkt auf einen anderen Account wechseln. Und auch hier 10 Jahre der Hinweis, jo, hier war ich heute Morgen schon mal, weil ich ein bisschen geguckt hatte, was es denn eigentlich gibt. Ich habe aber in dieser Woche auch noch etwas nicht gezeigt, beziehungsweise über etwas nicht mit euch geredet, nämlich über Neuerungen. Es gibt ja bevorstehende Balanceänderungen und vielleicht ist das ja jetzt schon durchgesickert, was es damit auf sich hat, dass die Logik des großen Wächters geändert wird, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass er Drachen und Packers folgt. Okay, war das jetzt ein Problem, wenn man Mast-Drachenangriff hatte und hat den Worten gesetzt, dass der den... Folgt er den dann demnächst nicht mehr, wenn ich irgendwo in irgendeiner anderen Ecke oder in seiner Range, ich sag mal, einen Lakaien hinsetze, folgt er dann wieder den Lakaien, wie es so früher war? Oder bleibt er doch bei der Masse der Drachen? Bleibt abzuwarten, ist sicherlich eine ganz spannende Geschichte. Der Inferno-Turm wird der Max-Inferno-Turm wird ein bisschen verringert. Der Schaden um 100 reduziert. Ich glaube, im Moment sind es 2250. Das wird ein wenig reduziert. Okay. Das war eigentlich klar, dass der Supermauerbrecher irgendwie genervt wird, weil der ist schon sehr OP von den Supertruppen her. Und die Renaissance des Skelettzaubers. Nicht mehr 16, sondern demnächst 17 Skelette, die der Zauber hervorruft. Und naja, ich weiß nicht, das ist bei mir ist der, muss ich ganz klar sagen, der Skelettzauber einer der Zauber, den ich so wirklich ultra, ultra, ultra selten benutze. Manchmal nur so ein bisschen aus Fun, wenn ich irgendwo... ich sag mal, schnell was farmen will und mit Kobolden unterwegs bin, dann nehme ich den immer ganz gerne mit. Dann habe ich noch mal ein paar zusätzliche Truppen irgendwo in der Base, wo ich mir vielleicht ein Lagerwerk hole oder sowas. Aber ist eigentlich schon ein Zauber, den ich sehr, sehr selten nehme. Und wo ich noch selten darauf klicke, ist eigentlich tatsächlich unten der Shop. Aber auch hier gibt es natürlich etwas zum Jubiläum. Es gibt die Jubiläumsparade, auch nicht schlecht. 10 Millionen Gold. Und 2 Bauarbeitertränke für 3,49. Ich finde, das Angebot ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Kann man in jedem Fall mitnehmen. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob es jetzt jeden Tag ein neues Angebot gibt. Aber ich glaube mal nicht, weil das Ding rennt jetzt 3 Tage, 21 Stunden. Und aber vielleicht kommt hier ja noch ein bisschen was zu. Es gab ja jetzt die Tage schon Angebote. Die sind allerdings jetzt schon wieder raus. Ich weiß nicht, ob die nur einen Tag galten oder so. Aber sei es drum. Aber ich möchte ja heute... Das ist auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Jubiläum, aber ich mache es eher sehr selten, wenn wir einmal hier zum windigen Händler gehen. Der hat nämlich heute dieses Supercell-Sonderangebot, die Hindernisschaufel, die gibt es gratis. Also hier links gibt es ja immer etwas gratis, finde ich sehr schick gemacht, hier mit dem Benzels rumrum. Hier gibt es ja oftmals oder öfter mal etwas gratis. Ihr könnt euch sicherlich noch ans letzte Jahr erinnern, als es hieß 7 Jahre Supercell Geburtstag. Da haben wir immer gestreamt bis zum nächsten Shop, was ich jetzt nicht schlecht fand. Aber der Shop war damals sehr enttäuschend, denn ich glaube, es gab 2 Schaufeln, es gab 3 Trainingstränke oder sowas und ich glaube ein Heldenbuch gleich zu Anfang. Da wurden dann die Leute so ein bisschen verwöhnt, dass es gleich zu Anfang umsonst ein Heldenbuch gab und danach nur noch Essig. Und es läuft auch seitdem irgendwann immer nachts um 2 Uhr oder so aus, was natürlich auch ein bisschen, naja, leidig will ich jetzt nicht sagen. Man hat das Angebot ja immerhin 24 Stunden, aber die Schaufel würde ich jetzt ganz gerne nehmen. Die ist jetzt nicht schlecht, die Schaufel, allerdings kann man sie auch mal gebrauchen oder soll man sie eher verticken. Denn wenn wir so eine Schaufel verkaufen, bringt die immerhin im Verkauf 50. Also eigentlich ist die Schaufel eines der besten Items, die man hier überhaupt ergattern kann, was den Wiederverkaufswert angeht.
und auch den Kauf. Ich glaube, die Schaufel hier kostet immer 200 im Kauf, wenn sie dann im Shop mal verfügbar ist. Und im Verkauf bringt sie immerhin 50 Gems. Ihr wisst sicherlich, dass hier im Rechten, da wo jetzt der Machttrank ist, ist auch ab und zu mal eine dunkle Rune für 3000 Gems drin. Der Wiederverkaufswert ist der gleiche wie bei der Schaufel, nur 50 Gems. Also das ist schon, das Verhältnis passt überhaupt nicht. Das ist für die Schaufel, die wesentlich günstiger im Shop ist, die gleichen Gems zurückgibt, wenn man sie verkauft oder wenn man jetzt zu viel hat. Ich habe jetzt im Moment eine Schaufel zu viel. Aber ich wollte ganz gerne doch mal eine Schaufel nehmen. Also hierfür brauche ich ja keine Schaufel. Ich wollte mal checken. Ah, guck mal, das kann man. Das wusste ich gar nicht, dass man diese Hindernisse hier jetzt auch außen platzieren kann. Okay, ich wollte aber dieses Teil hier tatsächlich mal verrücken. Ich wollte die Laterne echt mal bewegen. Die passt mir da oben nicht. Die würde hier in diese Ecke viel schöner reinpassen. Da, in diese Ecke wollte ich die Schaufel ganz gerne reinpacken. Also nehmen wir eine Schaufel und dann holen wir uns die Schaufel wieder zurück. Jetzt kann ich sie wieder nehmen, die Gratis-Schaufel. Also ich nehme diesmal nicht die Gems. Eigentlich bin ich ja so ein Gem-Fetischist, hätte ich fast gesagt, der alles eigentlich in Gems umsetzt. Aber ich wollte jetzt die hier und auch die hier noch versetzen. Allerdings, ich nenne das immer so einen kleinen Notnagel hier. Ne? Ich meine, das sind immerhin 5 Schaufeln. Das sind 250 Gems, wenn ich sie verticken würde. Wenn es denn jetzt irgendwann wieder eine gibt, dann nehme ich die nächste Laterne. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt es ja im Titel, der war ja heute relativ kurz und knapp top gesehen. Also eigentlich nur ein TOP. Natürlich ist das Jubiläum top, aber auch unsere Clankriege sind gar nicht mal so schlecht. Habe ich gesehen. Und aber auf eine besondere Sache komme ich, wenn der Angriff hier vorbei ist, vom Kutschi. Den fand ich mir sehr, sehr schick. Mit 3 Sternen. Und hier sieht man auch, der Gegner hat hier auch das Supercell-Ding. Und den Brunnen, den solltet ihr übrigens auch aus dem Silberpass noch rausholen, bevor der Pass ausläuft und ihr habt das Ding noch nicht platziert. Also ich habe das auch bei noch nicht allen meiner Accounts gemacht und muss den jetzt mal überall rausholen. Okay, wie ist er hier vorgegangen? Er geht hier erstmal mit einem Queen Charge Richtung Rathaus. Schön den Supermauerbrecher gesetzt, aber ihr habt es gerade gesehen, die sind wirklich brutal. Die lassen sich von nichts aufhalten. Und deswegen die Reduzierung jetzt von 2 Felder auf 1,6 Felder waren es, glaube ich, könnte ein bisschen vielleicht der Balance ein wenig helfen. Aber ich meine, man hat sie sowieso nicht die ganze Zeit. Man kann sie ja maximal 7 Tage haben und dann hast du erstmal 7 Tage Pause, bevor du sie dann wieder nimmst. Aber ich denke mal, die Supermauerbrecher nimmt jeder sehr, sehr gerne mit, auch wenn die ein bisschen mehr Platz kosten. Die kosten immerhin 8 Stück an Platz. Aber dafür brauchst du auch für so eine Mauer echt nur einen. Und der dann auch absolut durchfährt. Das ist dann mit Mauerbrechern anders. Da muss man wieder ein bisschen mehr üben. Auch meine Leute hier üben schon wieder ein bisschen mit den normalen Mauerbrechern. Denn das kann dann doch den einen oder anderen Zauber sparen, wenn man die Mauerbrecher gut gesetzt bekommt. Aber er bekommt seinen Hybrid hier richtig schön in die Mitte. Queen ist noch dabei, den Scattershotter gerade noch zu machen, aber der hat auch ganz schön viel Trefferpunkte. Außen ploppt jetzt die Tesla-Farm auf und X-Bogen, so wie ich das gesehen habe, standen noch alle auf Boden. Muss ich jetzt mal gerade schauen. Ja, ich glaube, die standen alle auf Boden da hinten. Und aber Pekka geht außen auch noch schön durch. Agier dahinter, also wunderbar auch mit der Kaserne hier reingekommen. Jetzt den anderen Champion, den royalen Champion, gezündet und hat auch noch ein bisschen Cleanup dabei. Sehr, sehr cool. Außen wahrscheinlich für eine Bauhütte. Hier unten hat er nichts vergessen. Wunderbar. Und jetzt nur noch ein Multi-Inferno und das ist kein Thema mehr für die Miner und für die Queen. Schön gemacht hier. Haben wir einen schönen Angriff doch nebenbei mal mitgenommen hier im Jubiläum. Und das ist im Moment auch, mein 13 ist im Moment eigentlich der Dauerklankrieg macht, da ich ja so ziemlich fertig bin hier mit den ganzen Baumaßnahmen, wollte ich gerade sagen. Mit den ganzen Baumaßnahmen. Denn ihr seht, ich habe 3 Bauarbeiter frei. Meine letzte Defensive läuft in 13 Stunden aus. Das ist diese kleine Bombe hier. Dann ist die auch fertig. Und dann brauche ich nur noch ein paar Sammler und
dann ist es das gewesen. Also können wir auch hier mal in die Suche reingehen. Die dürfte jetzt eigentlich gar nicht so lange dauern. Auch wenn ich ein bisschen zu hoch bin in der Liga, was jetzt zumindest, ja, was zumindest meine Wenigkeit hier angeht. Ich bin ja nach wie vor nicht der Pusher hier Richtung Legende, aber ich halte mich jetzt schon ein bisschen länger hier in Titan 2 auf und je höher du natürlich kommst, desto länger dauert auch die Suche. Aber den nehmen wir mal mit hier, würde ich so sagen. Ich habe 6 Barbaren dabei, Super Barbaren. Warum 6? Kommt jetzt, vielleicht fragt sich jemand, warum nimmt der Toto ausgerechnet 6 mit? Was ist diese magische Zahl? Die magische Zahl ist nichts anderes, als dass ich im Moment mit meinen Rathaus 9ern die Sachen hier auch mache. Das heißt also, dass ich das Event auch mit meinen Rathaus 9ern spielen wollte. Und da lag es eigentlich so ein bisschen nahe, dass ich mir einfach selber ein bisschen spende. Und deswegen die 6, die passen immer in so eine Rathaus 9 Clanburg rein. Und jetzt muss ich auch mal gucken. Ich habe da ein Päcker mit, okay. Es fällt einem immer dann auf, dass etwas fehlt, wenn du siehst, dass du etwas nicht dabei hast. Okay, da muss ich hier mal eben wuten und müsste eigentlich... da war der nicht gut platziert. Wir nehmen den mal hier und ich nehme auch hier außen das Teil mit rein. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, von da nehmen wir die und nehmen wir hier so ein bisschen die Barbaren. So, die gehen jetzt hoffentlich nach da. Wunderbar. Und dann kann ich hier unter Umständen jetzt mal reinspringen mit meiner Meute hier. Jawohl, das klappt noch ganz gut. King hinterher, Warden auch hinterher. Und den nächsten Sprung nehmen wir, würde ich sagen, da hinten. Meine Queen ist da schon ganz schön am Deckel. Die hat sich jetzt gerade selber gezündet. Und wir nehmen die royale Championatin hier hinten mit rein. Müssen hier allerdings jetzt auch eben mal komplett alles frosten. Und nochmal reinwuten hier. Da sind die jetzt schon am Rathaus. Wunderbar. Das Rathaus fällt. Schnell den Warden gezündet. Das hat gepasst. Und jetzt habe ich mal wieder meinen Giftzauber nicht genommen. Es ist auch immer... Ich nehme auch öfter mal... Ja, gerade Giftzauber lasse ich immer gerne mal aus. Und weiß ich auch nicht. Selbst einen Helden hätte man damit ja frosten können. Ne? Aber ja, man macht es einfach nicht. Naja, okay. Aber außen sind jetzt noch... Oh, meine royale Championatin geht richtig, richtig gut durch hier. Dann kann ich sie jetzt auch zünden. Denn das sind jetzt nur noch... Das ist nur ein Verteidigungsgebäude. Und... Jetzt noch die kleinen Fell, die kleinen Skellies, okay. Ja, der war ganz in Ordnung, der Gegner jetzt für mich. Werden in jedem Fall 3 Sterne, 8 Pokale. Wird auf jeden Fall immer weniger, was man hier bekommt. Aber ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen was bauen. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich da immer ganz, ganz schlecht entscheiden, was ich eigentlich machen will. Aber den Bonus nehmen wir erstmal mit, nochmal 800.000 drauf. Jetzt gucke ich mal, was hier eigentlich jetzt schon drin steckt, ob es sich lohnt, etwas zu machen. Ja, in jedem Fall, Leute. Das lohnt sich in jedem Fall. Hier fehlt mir jetzt was. Was fehlt mir hier jetzt? Oh, hier fehlen mir viele, viele Hocks. Nicht 9 Stück. Oh, Junge, Junge. Okay, die habe ich eben verspendet. Und dann können wir in jedem Fall 2 Sachen hier auch noch wieder weiter im Dorf machen. Wir können 2 Mauern machen. 5-1 eigentlich. Eigentlich müsste die günstiger werden jetzt, oder? Täusche ich mich da? Bauarbeiterschub. Ich glaube, jetzt ist sie günstiger, oder? Seht ihr, 4,8. Also nochmal 200.000 gespart. Auch nicht schlecht. Für 4,8 machen wir den natürlich. Und zwar einmal eine auch mit Gold. Dann schicke ich nochmal 2 Bauarbeiter, würde ich sagen, hier nicht ganz auf die letzte Reise, aber wir nehmen hier mal eine Goldmine und wir nehmen einen Elex-Sammler. Ein Elex-Sammler, dann haben wir das so ein bisschen gerecht verteilt. Und dann habe ich noch einen Bauarbeiter frei. Das ist der aus dem Nachtdorf. Und ja, so geht das Ganze hier ganz, ganz hart im Ende zu. Die Laufzeiten sind ja auch nicht mehr so hoch. Denn die gesamte Defensive hier, bis auf die kleine Bombe hier, ist ja fertig. Also, wenn ihr das auch top findet, was Supercell gerade mal wieder mit uns veranstaltet, also mit den Ereignissen hier, den Preisnachlass, den beiden Events und... wir werden in jedem Fall beobachten, was hier beim windigen Händler immer so gibt. Dann lasst mir, beziehungsweise schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Top oder Flop. Mal sehen.
wie viel Gems wir hier rausziehen können, denn jeden Tag das Ding hier, wenn man sowieso alles voll hat, verkaufen, kommt man sicherlich auch in der einen Woche auf, na, ich will nicht sagen 1000 Gems, aber da kommt schon einiges zusammen. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Ich wollte das Ganze mal ein bisschen zusammenfassen, habe jetzt auch nichts vergessen. Doch, ich habe noch was vergessen. Oh, ich habe noch was vergessen, Leute. Also bitte noch kurz im Moment dranbleiben, denn das Top zählt auch für die Clankriegsliga hier, denn Spätzle mit Soße ist dieses Mal, finde ich, unheimlich top. Unter den ersten 50 mit dabei. Das ist echt eine krasse Leistung, beziehungsweise eine super Steigerung hier auf Platz 42. Also da nochmal Glückwunsch. Ich hätte es jetzt auch fast wieder vergessen, das Ganze hier kurz mal anzusprechen, bevor es dann wieder raus ist. Aber Platz 42, da ist noch Luft nach oben. Und aber erstmal unter die ersten 50 hier zu kommen, ist schon sicherlich eine knackige Sache. Dieses Mal ist es gelungen. Und mit 307, wir lagen bisher immer unter 300. Damit kannst du hier oben leider nichts gewinnen, aber mit 307, Platz 42, Glückwunsch, das ist in jedem Fall top. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der Woche mit weiteren Folgen und natürlich auch mit weiteren Livestreams dann zum Wochenende hin. Bis dahin, Leute, bleibt gesund, euer Toto. Bis dann.